Brains! Ja, hier wieder beim Quali und bei Plants vs. Zombies Garden Warfare und wir spielen immer noch auf der Seite der Zombies. Diesmal mit dem Baseball All-Star, den haben wir in letzter Zeit ja ziemlich oft gespielt, aber ich habe halt auch eine Quest dafür. Ich muss nämlich Schnapper töten und schauen wir doch mal, ob wir ein paar Schnapper finden, die wir umbringen können. Da hinten haben wir erstmal, da ist doch ein Schnapper. Jawohl, und da haben wir den Quest schon geschafft. Hallo, Mr. Schnapper. So. Da ist jetzt gerade ein Zwei-Stachelkräuter reingelaufen. Das kennen wir, das Problem. Da kommt da schon wieder der Schnapper. Hallo. Hahaha. Ah, jetzt hat er mich doch noch erwischt. Wie kann der mich denn von vorne fressen? Das frage ich mich manchmal. Naja. Zumindest hat er eine lustige Schlange hinten. Naja, gut. Oah! Hallo? Ah, hier ist ganz schön krass hier was los. Vor den Gärten. Erledige 20 Pflanzen mit der Primärwaffe. Okay. Ich schau mal kurz, wie es hier aussieht. Okay, die Zombies sind in der Unterzahl. Man merkt es leicht. Aber sie haben ja auch noch mich dabei und so. Das heißt, komm hier, holt mal vernünftige Zombies. Na, Braunmantel-Zombies sind jetzt nicht gerade so vernünftig, aber na gut. So, einmal hier. Wupp. Na. Naja. 5 Pflanzen im Garten. Jetzt nur noch 4, 3, 2. Es wird schwer. Es wird eine harte Nuss, ich sag's euch. Falls ihr es übrigens gerade irgendwie hier im Hintergrund hört, ich habe ja nicht nur das Problem, dass ich generell wenig Zeit habe zum Aufnehmen momentan, sondern auch noch, dass wenn ich denn mal Zeit habe zum Aufnehmen, hier rund um meine Wohnung, wo ich wohne, immer so dermaßen viel los ist und hier momentan ist jemand, der meint, Rasenmähen wäre cool, schon seit ein paar Minuten, wie nennt man das, 10er Minuten. Und also immer ist irgendwie gerade was los hier bei uns. Ah, jetzt werde ich wieder gefressen. Naja. Und vor allen Dingen sind bei uns gerade auch wieder Handwerker zugange. Also der Rasenmäher ist jetzt, na gut, das kann halt mal passieren unter der Woche. Aber vor allen Dingen die Handwerker sind halt ziemlich nervig. Und machen auch echt Lärm. Also da gibt es keine Möglichkeit, das so abzuschotten, so wie jetzt den Rasenmäher. Also, naja. Muss man aber auch mitleben. Hoffentlich sind sie irgendwann mal bald fertig. So. Hallo, Leute. Multitackling. Aber der Eispilz, den habe ich übersehen, den Eispilz. Langsam nehmen wir aber auch einen. Wo sind denn die Ingenieure? Die leisten hier echt keine gute Arbeit. Wir haben keinen Teleport. Vielleicht haben wir gar keinen Ingenieur. Naja. Jetzt sind wir momentan 4 Pflanzen im... Ah, und wir werden zwar wieder gefressen. Die Schnapper sind heute unser Verderbnis. Unsere Doom. Aber wir haben ein bisschen Aufmerksamkeit gezogen. Hey Ingenieur, mach doch mal hier einen Teleport, anstatt mit deiner komischen Drohne durch die Gegend zu fliegen. Wir haben nur noch 55 Sekunden. Und ich habe irgendwie das Gefühl, die Pflanzen schenken uns keinen Millimeter Boden. Da sind sie schon wieder unterwegs, die ganzen... Oh, das war meiner. Eine Vorlage. So, ab in den Garten, Leute, ab in den Garten.
Multitackling. Alle mal schön aus dem Garten rausgetackelt. Und dann habe ich meinen Kumpels es ermöglicht, hier noch ein Schnapper. Eine ganze Schnapperei hier. Noch ein Schnapper. Eine Güte, kommen die denn alle her? Und der hat mich sogar erledigt, ey. Mann, Mann, Mann. Aber ich werde wieder belebt. Ja, natürlich von einem All-Star-Kollegen und nicht von einem Wissenschaftlichen. Hier sind sie schon wieder anstatt... Anstatt hier Teleport aufzubauen, sind die Ingenieure immer in der Drohne unterwegs. Lass mich durch. Stirb, Schnapper. Ach, die Schnapper. Die Schnapper, Leute. Meine Doom heute. Immer noch hat niemand ein bisschen was vom Garten eingenommen. Und immer noch steht kein Teleport. Also das Zombie-Team hier, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Hier. So, lass mich durch. Ich muss hier einen gezielten Wicht reinjagen. Oh, der gezielte Wicht ist natürlich geblockt worden. Aber natürlich noch ein Tackling. Kartoffelminen for the win von Monkey Man Mike. Ja, nicht so cool. So Leute, jetzt macht doch mal ernst hier. Wissenschaftler steht einfach nur hinterm Baum, macht gar nichts. Das ist alles nicht so geil. So, jetzt hier nicht mal eine Zombie holen die Leute. Hier brauchen gute Zombies. Nehmt ein, Leute, nehmt ein. Da oben ist eine Erbse. So, Vorlage geholt. Wir nehmen das Ganze jetzt hier ein. Wir nehmen das Ganze ein. Ah, na gut, dann haben wir jetzt das Stachelkraut weggemacht. Das habe ich aber auch nicht gesehen. Wie das darum lag. Tada. Mann, 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 hier ist aber was los. Und ich habe nur noch 5 Lebenspunkte. Hier, heil mich. Jawohl, dankeschön. Wenigstens einer, der seine Arbeit hier macht. Ist das da hinten noch mein Fass? So, und weiter geht's. Wieder voll im Saft. Da hinten sind sie schon wieder. Die Pflanzen. Ja. Haben mich auch noch mit dem Sonnenpuls umgehauen. Obwohl sie eine Friedensbrille haben. So, ich muss jetzt noch nochmal gucken hier, was. Okay, wir sind sogar in der Überzahl. Ich muss Erbsenkanonen erledigen. Und ich muss das mit der Baseballkanone machen. So, wo sind die Erbsenkanonen? Ja, hier oben nicht eben eine gewesen. Ja, hier ist es war eine, aber jetzt nicht mehr. So, wir holen uns wieder hier Zeug. Wir sind wieder auf 100 Lebenspunkte, damit kann man arbeiten. Wir versuchen es mal hier sneaky durch den Rückraum.
leider keine Erbsen. Ja, okay, der Schnapper hatte dann leichtes Spiel mit uns. Aber wir haben ja einiges weggeholt hier jetzt. Haben uns ordentlich im Garten aufgehalten. Ich bräuchte jetzt mal so ein paar Erbsen, die ich hier umholzen kann. So. Der Wichtkick hat gesessen, würde ich sagen. Ja, die Baseballkanine gehört eigentlich nicht so zu den besten, also nicht zu meinen Lieblingen, sagen wir mal. Ist das eine Erbse? Nein, das war ein Zombie-Soldat. Und den Schnapper haben wir auch erledigt. Da hinten den Kaktus erledigen wir jetzt auch. Da oben ist die Erbse. Ah, das Stachelkraut. Verdammte Sack. Verdammte Hacke. Es ist immer unsichtbar und ich sehe es nicht. Wahrscheinlich, wenn ich es mir nachher noch mal im Nachhinein nochmal angucke. Ah, klar, das Stachelkraut. Hm, ja. Aber die Pflanzen verteidigen gut. Das muss man ihnen lassen. Die Pflanzen verteidigen das Ganze hier ordentlich, ordentlich. So. So. Und schon wieder Stachelkraut. Und die Schnapper machen hier echt eine super Arbeit. Kann man nicht anders sagen. Die Schnapper sind die Arbeitstiere des Pflanzenteams. Ich sehe auch kaum irgendwie Erbsen oder so. Ganz viele Schnapper unterwegs und die Sonnenblumen sind da eigentlich auch ziemlich gut dabei. So, ich bin jetzt hier drin, ich bin, na was, ja. Ich glaube, diese Folge endet hier. Es sei denn, die Pflanzen ziehen sich jetzt zurück, das könnte natürlich sein. Aber noch sind 5 Pflanzen drin, 4 Pflanzen, 3, da ist jetzt den letzten Zombie auch erledigt. Naja, gar nicht so gut. Nur 7000 Münzen für 2 Gärten. Geht. Aber wir haben eine einzige Sache erledigt. Wir haben 20 Kills geholt in 2 Gärten. Das war gar nicht so übel mit dem... Ja, wir können uns hier noch so ein deppertes Pack kaufen für euch zu draußen, damit ihr was zu sehen habt. Yay! Sternüberspringer 7-mal. Perfekt. Gut, ja, bis zum nächsten Mal, euer Koali. Und ich sage wie immer, have fun. Tschüss!